Ich kann euch nicht besiegen. Wer? Was sagst du jetzt? Bist du ein Dieb oder was? Versenkter Hammer. Ja, Himmel. Was macht denn der da? Ist das das Wirtshaus? Ne, das hieß doch Bienenstich, oder wie? Bist du da versenkt? Du bist ein Dieb. Du bist ein Arsch. Ich bin zwar auch ein Dieb, aber... Das kenne ich mich nicht ganz aus. Wo bin ich denn hier? Sehr zufrieden. Aha. Harald. Ja, das war das. Weiß ich noch. Hey! Ich bringe euch unter die Erde. Wow, da im Haus? Ihr wollt zu den Wow, das ist ein feiger Dieb. Er schreit schon. Sofort. Seid ihr bereit, ergebe mich. Bevor er überhaupt angefangen haben, irgendwas zu machen. Die Herausforderungen eines Waffenschmieds. Ist der? Das Buch hat er versteckt. War ich da schon drin? Das Gold? Ja, das kann man mitnehmen. Kann hier fast alles. Mir werdet ihr nicht entwischen. Ich bringe ja, er war's. Er war's. Er hat alles gestohlen, der Arsch. So ein Depp. Ich hab den makellosen Saphir und hinter ihm sind sie her. Arme Sau. So, ich... Da habt ihr noch einen Hund. Fass, Rolfi. Fass, kneif ihn ins Arschi. Und wir gehen in den Bienenstich. Genau, Bienenstich hieß er. Und... Da schauen wir mal, ob es einen Begleiter für mich gibt. Begleitest du auch? Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Das ist mein Glück, ja. Es sieht aus, als hättet ihr bereits Hilfe. Ich komme mit euch, aber dann müsst ihr euren Kameraden ziehen lassen. Den lasse ich ziehen. Ja, das mache ich. Utgard. Wir halten an. Was ist los? Kurz. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Ich hoffe, ja. Nein! Nimm doch nicht den Helm ab. Na, sie behält ihn, ich weiß das. Warum einen gewöhnlichen Soldaten zu eurem Schutz anheuern, wenn ihr einen Meister des Arkanen haben könnt? Stimmt. Das Einzige, was noch besser ist als ein an eurer Seite kämpfender, mächtiger Magier, das ist... Nun, eigentlich nichts. Mit einem Meister der Magie an eurer Seite habt ihr... Er kann sich gut verkaufen. Mann, ich bin jetzt direkt unschlüssig geworden, ob ich ihn... Hui, ob ich ihn überhaupt opfern soll. Ihr geht vor, ich folge. Ich bin mir nicht mehr sicher, Mann. Brauche ich den vielleicht noch? Bist du ein questwichtiges Item, lieber Mercurio? Ist die Frage. Mann, oh Mann. Ich möchte jetzt irgendwas bekämpfen und schauen, ob der was taugt, weil wenn der toll ist, dann kann ich ihn nicht einfach... Oh, die Utgers. Ihr seid jemand, der für... Ja, sie ist nicht beleidigt, das ist gut. Mir gefällt das auch. Jetzt machen wir schnell irgendwas, damit wir sehen können, wie gut der kämpft. Leifner. Der Leifner ist da. Gut, dann gehen wir von hier. Gehen wir zum Haus Schwarzdorn. Suchen den Leifner. Und hoffen, dass wir auf Widerstand stoßen. Aber nur auf Widerstand. So, ich reite und er geht zu Fuß, wie sich das gehört. Für einen Meister und sein Gefolge. Komm. Komm, Mercurio. Ja, brav. Immer dem Pferdeäpfel nach. Da ist eine Höhle. Ist da schon der Leifner drin? Wenn ja, dann ist er ein Narr. Kann das Pferd hier darauf? Ja. Nee, kann's nicht. Ich habe den falschen Knopf erwischt, aber ist eh wurscht. Ja, los, kämpf. Feuerbälle, ne, das kann ich selbst auch. Und du schießt den Baum an, du Rindfiener.
Jetzt hast du es. Jetzt hast du dein Leben verwirkt. Jetzt wirst du geopfert. Wer ist denn das? Oh, das ist der Mike. Der Lügner, den kenne ich. Er ist harmlos. Harmloser Arsch. Was macht er? Was sagt er? Hätte ich ihn... Oh, ich schaue, er betrauert den Wolf. Oh. Mike ist sehr praktisch. Er braucht keine Mystik. Schau, wie schön's da ist. Nord nehmen ihre Bärte sehr ernst. So viele Bärte. Mike glaubt, sie sind neidisch auf die Mähnen der Khajiit. Ja, das stimmt. Moment, jetzt muss ich hier ein schönes Bild machen, weil das ist so hübsch hier. Du passt ideal in die Landschaft, du hast dieselben Farben. Maik hat keine Erinnerung an seine Kindheit. Vielleicht hatte er ja nie eine. Ich glaube auch nicht. Die wurde implantiert. Ja, leider, Maik. Du hast dein Leben verwirkt, indem du an den Baum geschossen hast. Das kann nicht gut gehen. Auf Dauer. Was? Oh, ich sehe nichts. Hoch zu Röss. Das ist ein geiles Bild. Mann, oh Mann, schau dir das an. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist ja von nicht von dieser Welt, oder? Das ist vom Jenseits. Unglaubliches geht hier vor sich. Unglaubliches. Schattenmähne. Ja. Das Einzige, was jetzt stört, ist der Mercurio im Bild. Aber nicht mehr lange. Kann ich da rauf? Ich glaube, ja, da geht's rauf. Wir müssen nämlich darauf zur Höhle. Wahrscheinlich ist er da drin irgendwo. Der Leifner. Das ist ja so ein Wischmob, oder? Leifner-Besen. Oder waren das Leifheit? Kann auch sein. So, wehe, da geht's jetzt nicht rauf. Ich sag's dir. Da geht's nicht rauf. Und dann sag ich's dir. Ich kann mich nicht umdrehen während des Reitens. Das ist doof. Und die Büsche sind im Weg. Au, ich kenne mich nicht mehr aus. Wo muss ich jetzt genau hin, Mann? Und das Blümchen. Es ist auch in der Früh. Das ist besonders schön. Leifner ist aktiviert. Okay, das stimmt mal. Und wo bin ich? Ich bin ja völlig auf dem falschen Dampfer, Mann. Völlig falsch. Auf der falschen Seite. Da bin ich blöd. Bin falsch geritten. Ja, aber da ging's nicht rauf. Was hätte ich machen sollen? Es ging nicht. Hm. Was ist denn das? Ist das das Haus? Nee, das ist doch... Was ist das? Achso, das ist der Hintereingang von Riften. Den haben sie zugenagelt. Kein Wunder. Du, ich sehe schwarz, wie ich da raufkommen soll. Aber durch die Landschaft zu reiten, das allein, schau, das... Also das... Es muss sein. Meine Freunde... Dafür könnt ihr mir verzeihen, aber das ist doch ein Wahnsinn. Mit diesem neuen Mod, jetzt habe ich mehr Gras und mehr Saft und mehr von allem einfach. Ey! Shit! Mehr von allem, mehr Spinnen, ha? Wer schreit das? Wer muss was unternehmen? Da oben sitzt auch eine. Muss ich jetzt absteigen, wirklich? Naja, hat sie gekillt, aber das ist auch... Macht das... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist denn du? Bist du meinen Hund oder was? Schlechte Zeit zum Verlaufen aus. Oh, Pferd und Hund. Tut Wahrheit kund. Ich bin alleine, fällt mir gerade auf. Ich habe die Utgard nicht. Ich meine, ich habe ihn, aber... Zählt nicht. Hehe. Du hast die Truhe hier bewacht. Da schauen wir gleich rein. War es dein Leben wert, ist die Frage. Naja, ich habe getötet für 51 Goldstücke und einen Vulkanglasdolch.
Es ist nicht wirklich ein naja, es war kein Mensch. Ja doch, es war ein Mensch. Menschenleben, genau. Okay, es sind genau 60 Goldstücke. 51 plus 9. Mercurio, wieso glühst du so? Ich reite dich gleich über den Haufen. Ui. Wo ist der Leifnarr? Der ist da oben. Ziemlich nah im Grunde. Aber doch so fern. Man sieht nicht wirklich rauf. Da geht's rauf, Mann. Ich habe die falsche Abzweigung genommen. Bin ich blöd. So leicht wär's gewesen. Gut, aber ich habe jetzt doch ein bisschen was gefunden. Auch nicht schlecht. Oi, diese Farben. Das ist ja Wahnsinn. Gibt's denn sowas noch heutzutage? Ich kann's nicht. Die meisten Banditen sind Feiglinge. Die hier scheinen mutiger zu sein. Welche? Sind da schon noch wieder welche? Banditen. Du brutzelst bereits in Vorfreude. Ja, da sind Banditen. Was? Manchmal geht's nicht. Der Hund kann sich teleportieren auch. Hast du das gesehen? Wie heißt der Pass? Ui. Schattenmännisch schaut aus wie ein Riesenwolf von hinten. Am Arsch sind alle Viecher gleich. Gesetzlos das, du Arsch. Schmeiß dich da runter. Bosch, ei. Bisschen wäre noch gegangen. Ja, da wird er drin sein, der arme Mann. Oi, 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 der Leifner. Und die Frau, die hat er auch nicht verdient gehabt, weil kaum ist er weg und will Geld verdienen, will die Familie ernähren, beschimpft sie ihn gleich als Hurensohn. So sowas schon mal gesehen. Das gefällt mir. Gesunde Banditen, die essen Früchte. Gefällt's mir auch nicht übrigens. Kann man einen Schleichhundangriff machen? Man schleicht und beschwört den Hund, dann hat man mal praktisch einen Schleichangriff des Hundes. Zaubertränke. Kann ich dem jetzt ein Gift reinschmuggeln? Ich habe aber kein Gift. Das? Soll ich ihm das geben? Bewirkt nichts. Wo sind denn jetzt alle? Das ist ja nicht der einzige. Da oben schläft wahrscheinlich noch einer. So, wie mache ich das jetzt? Bogen. Ist mein... Ja, ist eh da. Ihr hättet nie herkommen. Ja, ich hätte nicht. Das hättest du gerne, weil würdest du noch leben. Nehme ich meinen Lotus-Extrakt wieder mit. Oi. Oh, der hat durch mich durchgeblitzt. Naja, so schlecht ist er wieder auch nicht. Anführer. Führ das an. Habe ich ihn getroffen? Nee. Blitze. Au, au, der stöhnt. Hey, au. Naja. So schlecht bist du auch wieder nicht. Aber Zauberer, zwei Zauberer, das wird nicht gut gehen auf Dauer, sag ich dir. Zwergenschwert des Donnerkeils. Das ist aber nicht schlecht. Nicht schlecht. 30 Punkte Blitzschaden und... Oh. Ist nicht so schlecht.
Und da haben sie den Leifheit eingesperrt, den Armen. So eine arme Sau da unten. Eingeknechtet. Wahrscheinlich vergewaltigt. Rauf und runter den Anus. Oh, da! Ich hab's gesehen. Da kommt jetzt was. Oh, Feuerresistenz um 60%. Was finde ich denn hier für Sachen? Au, au! Siehste. Da hat's schon eingeschlagen wie der Blitz. Starke Heilung nehmen wir da, ha? War das eine Art Heilungszauber? Ja. Noch nie gesehen. Red nochmal so blöd und du wirst geopfert. Ich meine, das wirst du sowieso, aber... Egal. Wir tun jetzt mal so, als ob wir ihn noch nicht opfern würden. Ui. Ah, Pfeil. Das ist er, der Arme. Ui, die Krosta. Krosta. Das klingt wie... Puh. Was zum Essen. Krosta Schnitzel. Ostbiss habe ich schon. Gut, dann sagen wir der Krosta Bescheid. Da wird's blöd schauen, das sage ich dir. Ich will den Pfeil nehmen. Hm. Wo ging's hier raus schnell? Oh. Kriegen werde ich von dir wahrscheinlich nichts, aber der Quest ist abgeschlossen.